Willkommen, meine Freunde, zu einer nächsten Folge von SpongeBob. Wir sind Patrick und machen natürlich sofort weiter. Ja, wo wir aufgehört haben, ne? Patrick, mal gucken, was der kann. Der kann. Au, der haut mit dem Bauch hier kaputt. Okay. Das ist die Wurffrucht. Kann einen Wurf aufnehmen und werfen. Drücke B, um einen Wurf aufzunehmen, die in der Nähe liegt, und drücke die Taste erneut, um die Frucht zu werfen. Tiki zerstören, okay, da können wir alles Mögliche mitmachen. B. Da echt viel Zeug herumtragen. Ist echt viel Zeug, und da kann ich dann einfach schmeißen und dann schmeißt er das da drauf. Sehr gut. Okay, wir nehmen die nochmal, die Frucht. Oh, wir können die weiternehmen. Wir können die dann hier schmeißen. Ah, aber dann geht sie kaputt. Okay, was haben wir hier? Kann Tickets aufnehmen und werfen, aber nur Tickets, auf denen keine anderen Tickets stehen. Verstehe. Also die wir jetzt gerade kaputt machen haben. Ah, ich kann sie aber hier. Ich kann die auch komplett durch auf den Leben nehmen. Dann kann ich den hier nehmen und schmeißen. Und geht die auch kaputt. Okay. Ich wollte aber eigentlich. Gut. Macht er sonst die gleichen Moves? Nee, scheinbar nicht. Ist nicht so schlimm. Ja, Patrick müssen wir noch ein bisschen lernen. Was haben wir hier? Das ist ein Bushaltesteller. An der Bushaltesteller kannst du zwischen SpongeBob und Patrick wechseln. Ah, da kann man auch dann wechseln. Sehr schön. Weil ich kann auch nicht nach oben fliegen und so. Was ist hier nochmal? Ja, okay, das ist einfach, dass man die Frucht werfen kann. Und wenn man in die Nähe ist, dann kann man. Ach, die kann ich dann hochwerfen. Okay, verstehe. Wenn ich dann hochhüpfen kann, dann kann ich sie nehmen. Und dann kann ich hier näher gehen. Dann kann ich sie nochmal schmeißen. Oder, nein, nicht kaputt gehen. Okay, sie geht dann nach einer Zeit kaputt wahrscheinlich. Dann müssen wir es schneller machen. Und schmeißen. Schmeiß sie doch! Alter, warum schmeißt er sie denn nicht schneller? Was haben wir denn hier? Dies ist eine Spezial-Patrick-Wippe, die nur Patrick benutzen kann. Lass Patrick einen Wurffrucht aufnehmen, die sich auf die Rose stellen und dann die Frucht auf die. Alles klar, verstehe. Sehr cool. Das sind coole Features. Ja, das heißt, wir können jetzt hier und dann hauen wir uns hier einfach mal komplett. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch zwischen den Charakteren wechseln, um einfach dann optimale Ausbeute zu bekommen. So. Wie viele davon muss ich denn tragen? Ja, so viele. Was ist das jetzt hier? Oh mein Gott. Jetzt sind die Dinger da im Wasser. Ich krieg sie trotzdem. Super. Das ist ein Donner-Tiki. Wenn Patrick ihn berührt, zieht ein Sturm auf und nach ein paar Sekunden kracht es. Okay, ja, hat sich erledigt. Ich habe mir eben einfach mal ins Meer geschmissen. Boah, ich vergiss es einfach zu springen. Was, wie macht der nochmal? Ah, das macht er so. Wenn ich dann so. Ah, da verliere ich echt eine Unterhose. Ja, okay, krass. Bin ich jetzt zurückgeflogen? Das wollte ich doch gar nicht. Ah, da kann ich zurückfliegen, verstehe. Okay, gut, verstanden. Aber das wollten wir natürlich nicht, ne? Wir wollten ja hier schon weitergehen. Viel besser. Okay, die können. Dafür mache ich jetzt nicht nochmal, sondern wir gehen jetzt hier hinten. Hey, du Sprottenkopf! Pass auf, wo du hingehst! Der Fels spricht mit mir. Oh, mächtiger Fels, ich stehe dir. Hier unten, du großer rosa Seeanzer. Ah, hallo Plankton. Wirst du mich heute pulverisieren? Die Versuchung ist groß. Leider bin ich in der beklagenswerten Position, dir helfen zu müssen. Ich war gestern auch in einer beklagenswerten Position. Und jetzt tut mein Nacken weh. Hör meine Worte, mein großer künftiger Handlanger. Geh in die Quallenhöhle. Folge den Anweisungen auf den Schildern dort. Am Ende der Höhle wirst du immer noch ein großer rosa Idiot sein. Aber du wirst genug wissen, um die Roboter zu besiegen und mich wieder zum Abfalleimer bringen zu können. Und dann pulverisierst du mich? Vielleicht verschone ich dein Leben und zwinge dich zur Arbeit in meinem Ausbeuterbetrieb, wo du billige Portemonnaie-Imitate herstellst. Oh, vielen Dank! Patrick ist aber der Beste. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich in die Höhle des Löwen gehen. Aber erstmal werden wir noch ein paar Dinger mitnehmen. Wir haben schon 1803 von diesen Dingern. Das ist ordentlich. Eine unheimliche dunkle Höhle. Wir sehen auch so. Ich denke mal, dass die Dinge uns Schaden geben, wenn die uns berühren. Jetzt hier nicht alle. Kombi. Er ist natürlich der, ich sag mal, wenn er so dieses, das hier so macht, ist natürlich SpongeBob schon ein bisschen besser, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Das sind immer so auf. Dann müssen wir eins werfen. So. Und, achso, dann müssen wir das andere auch noch werfen, logischerweise. Nein!
Nein, wieder nicht kaputt. Na, na, Glück gehabt. Was ist hier? Ja, ach so. Das ist ja die Wurfrucht. Okay, es gibt, die geben uns dann halt auch weiterhin Tipps. Ah, das kann nur, okay, ich verstehe. Hier nach oben kann nur, Spongebob machen. Das kann nicht Patrick machen. Also das funktioniert wohl nicht. So. Müssen wir noch dahin? Nein! Ich denke, dass sie die Frucht brauchen. Sonst wird sie ja nicht da liegen, ne? Blödsinn. Jetzt werden sie nochmal da hinschmeißen müssen. Ich hab sie einfach an. Nein! Och, hör doch auf, ich hab die doch. Ey, willst du mich veräppeln, Patrick? Was bist du denn für einer? Jetzt schmeiß mal die Frucht. Aber wofür brauche ich die überhaupt? Ist die Frage. Ich gehe jetzt einfach erstmal. Oh. Checkpoint. Ich gehe jetzt erstmal da ohne hin. Ich weiß ja nicht, wofür ich die hätte gebrauchen können. Was hätte ich denn. Oder ich hätte es da hinten abschmeißen können, wahrscheinlich die Tikis, ne? Das ist das Einzige. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, 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 ey. Ey, mach keine Faxen. Weg hier, weg hier, weg hier. Komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Patrick. Gib dein Bestes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Mitnehmen. Brauchen wir eine Unterhose? Ja, geil. Nee, brauchen wir gar nicht. Verflucht. Wo ist die Frucht jetzt? Ja, die geht ja kaputt. Ah, guck mal da. Aufgespießt, würde ich sagen. So, wir nehmen die mit. Ah, da, das, dann können wir bestimmt dagegen schmeißen, verstehe. Oh, in jedem steckt ein Geschenk. Ach, Patrick. Was will man ohne dich machen? So. Aha. Dann können wir noch hier draufstellen. Aber. Ah, die Dinger können wir nicht. Ja, ja, ich verstehe. Ich dachte, ich kann das Ding da oben abschmeißen mit, aber kann ich wahrscheinlich nicht. Okay. Dann legen wir das da drauf. Und gehen den durch. Das ist gut. So. Was ist denn jetzt hier? Patrick kann auch auf Wurffrüchte springen, um höhere Stellen zu erreichen. Okay. Das heißt, wir können diese Wurffrucht nehmen, da hochwerfen. Dann haben wir keine andere mehr. So, ah, okay. So glänzend. Hallo? Das sollte doch gar nicht hin. Ja, ah, die gehen. Gut, dass die nach einer Zeit kaputt gehen, weil sonst wäre das jetzt echt ein bisschen problematisch. Da oben ist eine Socke, ehrlich gesagt. Da müssen wir mal drauf springen. Ach komm, Patrick. Hör doch auf. Kannst du nicht da hochspringen einfach? Mann, Mann, Mann. Stellt sich aber auch an. Komm. Komm, Dicker. Jawohl. Gute Güte, noch ja. Einer. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Du solltest die aufheben und nicht da drauf springen, Patrick. Mein Gott, was machst du denn da? Er ist schon ein bisschen schwierig, der unser Kollege hier. Hä? Alter. So, drauf. Ich weiß, ja, da oben ist auch eine Frucht und so. Ich hab. So. Hier drauf. So, und jetzt einfach. Warte mal, ich muss ein bisschen zurück, glaube ich. So, jetzt aber. So. Hier habe ich zwei Früchte. Die brauche ich, weil ich eine dahin schmeißen muss. Und die andere schmeiße ich dann da drauf. So, das habe ich ja verstanden. Und wir haben eine Teleportations. Oh mein Gott. Autsch! Hä? Ah, ich kann springen hier. Ah, okay. Er hat Bumm gemacht. Autsch! Er hat Bumm gemacht. Ach, ist das nicht schön. Er hat Bumm gemacht. Hier, das können wir benutzen. B zum Aufnehmen. Dann können wir. Was können wir denn jetzt machen? Ich schmeiße es jetzt einfach mal hier rein. Dann friert das Ganze. Aber nur für ein paar Sekunden. Okay, wir müssen los. Ich werde absaufen. Ich habe es vercheckt. Oh, noch einer.
Okay, doch nicht vercheckt. Ich verstehe es jetzt aber. So, was haben wir jetzt hier? Okay, wir können betäuben. Ja, das wissen wir ja. Mit dem Bauchklatscher geht das ja so. So, vielleicht können wir auch gegeneinander hauen. Oh mein Gott. Wenn das nicht mehr effektiv ist. Ah! Wir brauchen keine, haben keine Unterhose. So, ja, die mache ich auch noch fertig. Oh nein. Er hat mich doch erwischt. Im letzten. Schon viel besser. Warte mal, da können wir das denn hier nehmen. Und. Bumm. Okay. Und das. Und. Bumm. Und das. Wir müssen echt viel Zeug herum. Und das. Aber das bringt nicht so viel, weil ich muss hier. Der Roboter hat Bumm gemacht. Tschüss. Na komm, den holen wir uns noch im Sprung. Pam. Ah, das macht Bock. Patrick zu spielen macht echt Bock. Patrick zu spielen macht echt Bock. Oh nein. Das ist aber nicht nett. Gut, dass hier ein. Oh mein Gott, wo ist denn hier eine Maschine? Wo ist denn hier eine Maschine? Wo ist denn hier eine Maschine? Was geht hier? Nee, ich will nicht zum Quellensee reisen. Ich will das hier lösen, das Ding. Oder muss ich hier. Hier muss ja noch irgendwo eine Maschine sein. Da muss ich irgendwas gegenwerfen. Wartet mal. Was ist denn hier? Ach, da ist die Frucht. Muss ich die mitnehmen? Viel besser. Ah, die geht doch kaputt, bis ich da oben bin. Oder? Die geht doch kaputt. Ach so, ich kann. Ja, ich kann hier hoch. Ja, sehr geil. Hahaha. Ha, ha. Witzig. Genau das wollte ich machen. Na, hier ist ja eine Frucht, aber der schmeißt die ja immer auf die Roboter. Das soll er ja nicht. Kann ich das irgendwo anders hinschmeißen vielleicht? Warte mal, wenn ich das einfach jetzt hier so... Ah ja. Nein, nicht kaputt gehen. 2000 Jahre später. Man kann die nehmen. Ich habe jetzt hier mit einem so getestet. Man kann die unmächtig machen und dann nehmen. Das heißt, es ist ein wenig einfacher, weil das hat von der Zeit nie geklappt. Das konnte nicht funktionieren. Na, ich werde jetzt einen hier links. Naja, okay, da müssen wir nochmal auf einen warten. Aber ich denke, jetzt ist es klar. Den müssen wir jetzt einfach. Ah. Okay. Wie viele davon muss ich denn tragen? Ach, komm. Strahlen. So. Irgendwie so eine Stampfattacke macht die auf jeden Fall betäubt. So, den kann ich jetzt hier nehmen. Und schmeißen wir. Komm, schmeiß. So, da haben wir es doch. Und dann muss ich hier rüberspringen. Und das Ding platt machen. Oh, sorry. Geh! Ich dachte, der hat sich einfach nicht bewegt. Oh mein Gott. Okay. Haben wir das auch gelöst. Sehr schön. Ja, dann können wir, glaube ich, zurückreisen. Dann machen wir hier noch gerade die Jungs, die Kollegen platt da. Zack, 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 zack. Und, ja, dann haben wir die Höhle doch auch durch und haben die, dieses Gedöne da fertig gemacht, würde ich mal sagen. Ahoi. Oh, Mr. Krabs. Hast du gesagt, dass du den Quallenkönig suchst? Ja. Ja. Gute Sache das. Dieses Monster hat alle meine guten Kunden in ihre Achterdecks gestochen. Angeblich ist er auf dem alten Göffelberg zu finden. Los, schnapp dir die beste Matrose. Ach du liebe Güte, Mr. Krabs. Ich schaue, was ich tun kann. Und das schauen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Mir hat es wieder Bock gemacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.